Ehrlich gesagt finde ich das auch echt kacke. Ihr verschafft euch damit einfach einen Vorteil zu anderen Spielern. Shame on you, ihr spielt das Spiel falsch. Schämt euch, ganz ehrlich. Ich bin auch einfach ganz stumpf und sag einfach, wie es ist. Das ist ekelhaft. Ich kann auch genauso gut einfach irgendwelche Hacks anmachen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist nicht arg spielen, Alter. Jungs mit einem kleinen Penis, ihr Waschlappen, Alter. 6,8 und 85? 85. Aber mit dem Vibrant sollte das ziemlich fix gehen. Ich kann nicht genau sehen, wo ich bin, weil die Hand davor ist. 86 oder wie? 85. Ah! Gut. Was? Du bist außerhalb von der Bay, von dem roten Ding da, ja. Das ist die Border. Wenn du rausfliegst, stirbst du. Wo soll ich das wissen? Ich habe nicht mal eine Border gesehen. Du wirst die Level 100 sowieso nicht mehr erreichen. Wie bist du schon gestorben? Wie viel jetzt mal? 11 Mal? Weiß ich nicht. Warte, aber immer so stupide Momente, Alter. Ich wusste das aber, die fliegt da so ganz normal. Ich dachte mir so, okay. Ey, was für ein Mickey, du hast dich voll weggeschleudert. Ja, was war, warum bist du auf meinen Drachen? Ich wollte nicht mehr. Ich war nicht auf dem Drachen. Ich war auf einmal beim Vorbeifliegen, war ich auf einmal auf deinem Flügel. Warte, diese roten Dinger hier sind jetzt die Border oder was? Ja, ja. Am Anfang passiert noch nichts. Nur eine kleine Meldung, dass du außerhalb von der Border bist. Gefunden. Lass mich hier. Ja, toll, jetzt hast du mich weggebackt. Same. Mann, ich war hier gar nicht. Ich war da hinten. Gerade, ja. Hä? Jo, ich werd immer. Scheiß Vieh hier. Spieler gucken aus. Ich mach erstmal kurz eine Pause und warte, bis mein Internet wieder funktioniert. Das fuckt mich gerade nur ab. Boah, Doku liegt hier schlafend, Alter. What the fuck ist das Face? Okay, Doku hat hier ein bisschen umgebaut zusammen mit Chill. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Stuff ist. Zack, 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 zack. So kann ich hier nicht reinschauen. No, okay. Das brennt einfach ohne Holz und ohne Benzin, ohne gar nichts. Die haben sich noch ein Enki gezähmt. Nice. Die sind ein bisschen ungünstig geparkt, wenn man an die Sachen rangehen will. So, während ich das gerade mache, ich muss mir gleich noch was zu essen mitnehmen. Aber ich muss jetzt erstmal hier was wieder ausschalten. Wir können nämlich offline nicht geradet werden, aber dazu erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal irgendwie was. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt so zu. Es hat einen bestimmten Grund. Nämlich werden wir nämlich als Content Creator sind wir ja übelst benachteiligt, weil ihr genau wisst, wo unser Spot ist, wenn ihr das in den Videos seht. Ihr wisst halt genau, was wir alles drin haben, was für Verteidigungen, alles Mögliche wisst ihr dann eigentlich. Und deswegen haben wir dann eigentlich hier so eine kleine Verteidigung drin, die wir eigentlich ein- und ausschalten können. Dann schafft das so halt eine Sphäre. Das bedeutet, ihr könnt dann nicht mal reinkommen oder sowas. Aber das machen wir halt natürlich immer aus, wenn wir halt online sind, weil sonst wäre es halt natürlich mega unfair. Aber ansonsten lassen wir es eigentlich nur an, wenn wir offline sind. Also wir haben eine exclusive Offline Raid Protection, aber im Grunde ziehen wir daraus jetzt nicht mehr Vorteil als andere. So, die anderen Boys sind jetzt gar nicht da. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich machen werde, ist nämlich noch schnell einen Parer finden und den zähmen, damit wir dann langsam auf Jagd gehen können und ein paar Bases spotten können. Weil anders als andere Spieler haben wir halt keine Innie an. Und ehrlich gesagt finde ich das auch echt kacke und ich verabscheue Innies, weil das ist einfach, ihr verschafft euch damit einfach einen Vorteil zu anderen Spielern, die keine Innie haben, die das Spiel spielen, wie das Spiel eigentlich gespielt werden sollte. Eine Innie ist, das ist einfach nur unfair. Also wenn ihr mit einer Innie spielt, Alter, shame on you, ihr spielt das Spiel falsch. Ihr könnt es dann gar nicht richtig enjoyen und die schwitzt dann einfach nur rein. Das sieht einfach nur kacke aus. Ihr macht das Spiel hässlicher und schwitzt da rein wie sonst was, wie andere gar keine Zeit zum Schwitzen haben oder so. Und dann haut ihr noch eine fucking Innie rein und seht einfach, wo jede Base ist und alles mögliche. Unter Wasser könnt ihr dann auch sehen. Werdet von einem Dilo angespuckt und das juckt ihn einfach gar nicht. Ich pack dann Plant X irgendwo hin, um zu verteidigen, dann, dass ihr halt keine Sicht habt oder was auch immer und geslowt werdet und ich kann trotzdem sehen. Leute, schämt euch, ganz ehrlich. Eine Innie, ihr spielt das Spiel falsch. Also wenn ihr mit einer Innie spielt, keine Ahnung, ey. Weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde gerade hier kein Pararoboter. The fuck. Also ich kenne ein paar Leute, die halt mit der Innie spielen. Ich habe dann schon meine Meinung dazu gesagt und ich bin auch einfach ganz stumpf und sag einfach, wie es ist. Eine Innie ist, gehört sich einfach nicht. Das ist ekelhaft. Ich kann auch genauso gut einfach irgendwelche Hacks anmachen, ganz ehrlich. Wenn ich da irgendeine Hack einmache, wo ich meine Bolas immer treffe, ist es für mich der gleiche Scheiß, als würde ich eine Innie tragen. Also jeder von euch, der eine Innie trägt, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Alter. Viele von euch spielen mit Innie. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist nicht arg spielen, Alter. Das ist einfach nur reinschwitzen und unnötig. Für mich ist das Hacken.
Das zählt für mich schon als Hacken dazu. Hello, vor was rennst du denn weg hier, kleiner Freund? Alla, hier ist auch ein Raptor. Vielleicht rennst du ja vor denen hier weg. Ich klee den erstmal weg hier. Zack. Lauf nicht weg. Zack. Weg mit dir. Ah, ich habe keine Bolas mitgenommen. Fuck. Leder und Stein. Okay, Leder. So, easy Leder. Und jetzt hau ich hier vorne eben kurz gegen Stein und zack, gut ist. Okay, der Stein geht nicht. Zack. Und ein paar Bolas herstellen, Alter. 16 Stück. Okay, das wird glaube ich, erstmal reichen. Erstmal hier die Pfeile auswählen, damit ich auch gleich nicht denkst, was bist du eigentlich für ein Level, Kollege? 130. Der wird mir ein Stückchen brauchen. Eigentlich ist es scheißegal, was für ein Level der Para hat. Hauptsache, der hat einen Turret-Mode. Und das haben die ja alle. Außer es ist ausgestellt. Beim Lord-PvP-Server war es allgemein ausgestellt sogar. Okay, das wird erstmal reichen. Dass man überhaupt Paras zähmen kann. So, my friend, I'm sorry. Eigentlich hätte ich auch einen anderen nehmen können, aber du stehst gerade so schön hier. Einer noch. Du hältst mehr aus, als ich erwartet hatte. So, zack. Solange du nicht stirbst, Alter, blutet hier echt schon. So, Mages rein. Wir sind auch noch gar nicht so weit vorne, weil wir halt tatsächlich auch nicht mal so viel Zeit haben zu spielen wie manch andere von euch. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber manch anderer hat sich ja reinschreiben lassen, damit die schön auf dem Server spielen können, ne? Grüße gehen raus. Du weißt, wer gemeint ist, ne? Wenn du gerade angesprochen wirst. But boy, so viel Time haben wir da auch nicht, dass wir da reinstecken können. Wir haben auch noch mehr Zeug zu machen. Ich versuche jetzt, by the way, kommt das Video auch irgendwie ein bisschen random. Ich weiß nicht genau, wann ich es hochlade. Wahrscheinlich kommt es am Samstag, denke ich mal. Also morgen in meinem Fall. Ich werde nicht leveln. Okay. Ah, wegen Gewicht auf 2011. Und da heißt halt Skyrim. Skyrim ist halt 2011 rausgekommen. Bestes Spiel ever. Ich habe vorhin den Faden verloren, was ich sagen wollte. Man. Der wird, by the way, Liam Neeson heißen. Was bist du denn für einer? Eigentlich könnte ich theoretisch sogar zwei mitnehmen, oder? Soll ich dich noch mitnehmen? Komm, dann haben wir zwei. Einen zum Zuhause deffen und den anderen zum Mitnehmen. Oder dann hat man halt einen Nachschub. Dadurch, dass wir halt sozusagen auch weniger auf dem Server spielen als andere, sind wir halt auch noch mega noch im Nachteil. Es sind zwar nur Dreier-Squads bzw. Dreier-Tribes, die halt auf dem Server drauf sind. Plus Ellie, halt manche spielen dann halt sozusagen, sag ich jetzt mal, zu sechst. Wir sind dann zu dritt halt, haben halt irgendwie noch unsere Ellie, ja klar. Aber im Grunde spielen wir dann halt zu dritt und alle haben auch nicht so viel Time. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr die Videos mehr rauszubringen, dass halt ein bisschen mehr kommt. Erstens auch erstmal wegen dem YouTube-Algorithmus, zweitens, weil ich gerade die Zeit dazu habe und dann habt ihr auch ein paar Videos mehr, die ihr halt enjoyen könnt. Yeah. Und das versuche ich jetzt durchzuziehen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Jetzt gerade diese Woche haben wir Online-School, also Homeoffice. Wahrscheinlich haben einige von euch das auch. Ich weiß nicht, wer von euch alles in der Schule hat. Eigentlich, ihr kennt das ja mit Szenario B und Szenario A, denke ich mal. Und wir sind gerade auch halt in Szenario B. Das bedeutet, man ist ein bisschen mehr Zeit zu Hause, man hat ein bisschen mehr Zeit, Videos zu machen. Also freut euch. Ihr könnt ja deswegen auch mal ein Like da lassen und ein Sub, falls ihr das noch nicht getan habt. Das wäre nämlich super schön. Und am besten auch noch ein Kommi, in dem ihr sagt, Inni ist für Jungs mit einem kleinen Penis und Frauen mit einem großen Penis im Arsch. So, Liam Neeson. Oh lol, jetzt heißt der Liam Neeson und du nicht. Babe, wie soll ich den nennen? Brad. Wie Brot? Nein, Brad. So? B-R-E-D? Nein, mit A. Brad? Aber so ist Brot. Nicht mit E, A, mit A. Ah, Brad. Pitt? Yo, what the fuck is going on? Irgendwas greift mich an. Ich weiß nicht, was hier angreift. Seht ihr? Das ist halt die Sache. Hätte ich jetzt eine Inni, könnte ich alles sehen. So, ich hätte keine Benachteiligung oder sonst was. Als ob die fucking Schildkröten hier angreifen. Ja, wo kommt ihr alle her? Junge, ich wollte Paras Team gehen und nicht gegen die fucking Ninja Turtles kämpfen. Ah, hier ist noch eine. Get the fuck out of here. Erstmal anspucken. Naja, im Grunde ist es ja Keratin extra, also. So, Alter. So, ihr bleibt jetzt hier. Ich nehme euch mit home. Zack. Seht ihr, man kann das auch ohne Inni. Ihr Waschlappen, Alter. Ne? Ah, ich habe mich ein bisschen verflogen. Ja, mich würde es aber tatsächlich auch interessieren, wie viele von euch halt wirklich mit einer Inni spielen. Also ich kenne einige, die halt mit der Inni spielen. Wie gesagt, ich halte da nichts von. Ich finde, das ist einfach nur bescheuert und sollte nicht so gemacht werden. Und die sollte das Spiel einfach spielen, wie es ist. Fertig, gut aus. Es ist sogar schon ein großer Vorteil, dass man mit der Gamma rumspielen kann und die einfach hochschalten kann. Das habt ihr in Rust zum Beispiel gar nicht. In Rust, ihr gebt auch Rust zum Beispiel. Einige von euch haben es gefeiert, andere von euch geben dem Spiel halt gar keine Chance. Obwohl das eigentlich ein heftig geiles Spiel ist. Wo zum Teufel bin ich? Mir macht auch Rust zum Beispiel gerade momentan einfach mehr Bock als Ark. Einfach, weil es... es ist einfach...
besser balanced, es ist alles besser programmiert und Ark sollte sich richtig viel von Rust abgucken. Dort kannst du nicht mit der Gamma rumspielen, das ist halt dunkel, aber das hat halt auch dieses bestimmte Etwas. Ja, man hat halt ein bisschen mehr Angst, dass man gefunden wird, du läufst halt dann nicht mit der Fackel rum, hast dann irgendwie ein bisschen mehr Anspannung. Weißt, es fühlt sich alles irgendwie etwas anders an, sag ich jetzt mal so. Ups. Jetzt fühlt sich nice an. Auch allgemein, dass du hier halt in Ark machst du halt einen fucking Note Run, wie ihr halt im letzten Video gesehen habt. Und dann hast du halt einfach alles. Du kannst dann sofort, also im letzten Video kamen wir auf Level 69. Wir haben uns jetzt hochgepusht auf Level 100. Ich bin 101 geworden. Alles offscreen. Aber du kriegst halt die Blueprints. Also du kannst alles craften dann instant, sobald du halt einen Note Run gemacht hast. In Rust musst du dich für die krassen Sachen in Gefahr begehen, damit du das erstmal machen kannst. Strich, wenn du da irgendwie krasse Waffen haben willst, dann musst du auch in ein Gebiet reingehen, wo es etwas gefährlicher ist und dann hast du halt auch was zu verlieren. Es ist nicht, du hast einfach alles, sondern du musst es dir erstmal verdienen. Und das System finde ich, wow, ich habe einfach keine Ausdauer mehr, habe nicht drauf geachtet. Das finde ich, das war ja früher in Rust zum Beispiel auch nicht so, da hattest du einfach auch alles. Und jetzt musst du die Blueprints halt tatsächlich erst finden und das finde ich halt mega nice tatsächlich. Ich weiß nicht, wen ich mitgenommen habe, ob es Brad war oder Liam Neeson, aber ich glaube, ich habe jemanden verloren. Nee, das war in diese Richtung. Irgendwo hier in diese Richtung war es. Hier sogar, glaube ich, oder? Oder auch nicht? Oh, Junge, es ist hell, Alter. By the way, ist das keine echte Brille. Es ist eine Gaming-Brille. Also es war früher mal eine Firma, die hieß NoScope. Von denen wurde ich mal ganz, ganz früher, vor ein paar Jahren oder sowas, habe ich von denen Sponsorship bekommen. Beziehungsweise musste ich halt Werbung für die machen. Und die haben mir eine Brille zugeschickt. Und ich fand das nice, weil ich wollte das sowieso haben. Die filtert halt eigentlich nur diese blaue... dieses Blaulicht, was halt dann zustande führt, dass du halt nicht so stark Kopfschmerzen oder nicht so schnell Kopfschmerzen kriegst und ihr kennt's, wir sind alle Gamer, sonst würdet ihr diesen Kanal wahrscheinlich nicht schauen. Wir hocken halt viel vorm Bildschirm und dann muss man auch ein bisschen die Augen schützen. Eigentlich brauche ich auch eine echte Brille, wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit irgendwann mal eine haben, aber jetzt gerade habe ich einfach nur meine Gaming-Brille. Oh lol, okay, that's nice. Oh, was habe ich denn hier, Alter? Ein Chibi? Chibi Einhorn? That's fucking amazing! Ich nenne dich Pipi. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich will dich sehen. Oh, look at this. Oh, you're so fucking cute. So, flieg weiter. Wo zum Teufel ist Brad? Oder Liam Neeson? Wie auch immer das war. Ich hab die voll verloren. Well, okay, eigentlich brauchten wir eigentlich auch nur einen. Ich hab jetzt keine Lust, nach ihm zu suchen, um ehrlich zu sein. Dann hat er sich halt verloren, Alter. Wenn ihn irgendjemand findet, bringt ihn mal zurück nach Hause. Finderlohn. Ihr kriegt 10 geschmolzene Metall. Ich hab nicht gesagt, dass es ein großer Finderlohn ist. Aber jetzt haben wir erstmal so einen kleinen Turret und mit dem können wir auch auf Jagd gehen. Ich weiß jetzt nicht, wann Jill und wann Itoku dann auch später online kommen. Oder ob die dann überhaupt gleich online sind. Ich war noch gar nicht auf Teamspeak. Ich hatte bis jetzt gerade vorhin School. Dann denke ich mal, kommt das Video morgen dann gegen 2-3 Uhr, keine Ahnung, Alter, irgendwie sowas in der Art und Weise. Es wird ein bisschen random sein, um wie viele Uhr die ganzen Videos kommen oder an welchen Tagen gerade, einfach weil ich gerade die Zeit einfach ausnutze, während ich sie habe. Aber fürs Erste, yo, Liam Neeson haben wir mitgenommen, alles klar. Dann haben wir den High Level einfach irgendwo verloren, der arme Brad. So, oh, look at this! Der glitzert sogar! Komm mal hier in die Ecke, Boy. Ich will dich sehen. Oh mein Gott! Look at this cuteness! Look at that, man! That's the cutest thing I've ever seen in my entire life! Oh, man. Wir gehen sehen, wie er rennt. Aber so nah dran. Komm zu mir. Yo, what the fuck? So, das kommt fürs Thumbnail, Alter. See, that's a beautiful thumbnail. So, erstmal muss ich dich ein bisschen anders umparken. Nämlich fahre ich gleich wieder die Raid Protection hoch. Wir haben einfach einen Archie namens Sharks. Ja, moin. Der Spechtobert. So. Raid Protection ist wieder angeschaltet. Funktioniert. Ich kann euch da ja mal zeigen, wie das dann von außen aussieht. Also wir können da halt rein und raus fliegen. Wir können halt rein und raus fliegen, aber das geht halt nur für die Leute, die aus den Tribes sind. So, im Endeffekt sieht es halt ein bisschen aus wie so ein Tech-Dings. Aber das kann euch dann die Toku irgendwie besser erklären oder beziehungsweise, wenn ich ihn dann dazu hole. But for now, look at this beautiful. Ich habe noch den anderen. Ich will mal sehen, wie der aussieht. Dich nenne ich Papa. Wo ist er? Wait, das Ding, das fliegt ja. Was bist... Man, bist du hässlich? Nee, Alter, also da habe ich mal einen Pipi. Der ist viel schöner. Look at that eye. Well, in dem Fall war es auch das. Ich wollte eigentlich nur schnell einen Para holen. Haben ein bisschen verlaufen, habe euch ein bisschen die Sachen jetzt erklärt, ein bisschen den Standpunkt erzählt, wie es jetzt ein bisschen so läuft. Im Endeffekt sehen wir uns dann im nächsten Video, das entweder am Montag kommt, wenn ich es hinbekomme,
Oder dann halt wieder am Mittwoch um 15 Uhr wie sonst. Ich hoffe, ich schaffe eins für Mittwoch auf jeden Fall. Für Montag meine ich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Sub, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ein Kommi, wo ihr sagt, ich habe große Brüste. Peace out. Mir ist so warm, ne? Aber ich mein's immer nicht kalt lassen. Warum? Ja, wegen meinen Insekten. Die brauchen Wärme. Ja, ist ekelhaft. 10 bis 15 cm langes Insekt auf eurer Hand hast. Ist das ekelhaft. What the fuck? Das Ding hat anstatt 8 Beine 4. Meinst du, es macht's besser? Dann ist es kein Insekt. Insekten haben 6 Beine. Spinnen haben 8, Arachnoiden. Ja, Hände zählen dazu, ne? Ich fang an zu strippen und ich...